Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Bros auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal auf der Map Ragnar, meine Lieblings 8x1 Map. Und hoffen wir mal, dass sie es auch bleibt nach dieser Runde. So, ich habe momentan leider kein Thema dabei. Außer vielleicht, dass man... nicht dass man, sondern dass ich jetzt nur noch eine Woche weg bin. Und dann geht es am 21. auf die Gamescom, Leute. Auf die verdammte Gamescom. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch aus meinem Merch was gekauft habt. Und ob ihr damit dann auf der GC seid. Oder ob ihr mit einem anderen Merch-Teil oder was weiß ich irgendwie auf der GC zu finden seid. Weil mich haben schon manche wirklich gefragt, ob sie vielleicht sogar ein Foto machen könnten. Und natürlich habe ich gesagt, also das habe ich nicht nur zu denen, also natürlich sage ich, klar könnt ihr Fotos machen mit mir. Finde ich irgendwie schon echt ein geiles Gefühl, so dass jemand fragt, ob er ein Foto machen kann mit einem. Ich meine, das ist ja nicht normal. Oder? Ich meine, ich bin ein 5K-Abo-YouTuber und klar, ich habe meine Community. So ist es ja nicht, ne? Aber hallo? Ich finde das schon geil irgendwie. Ich finde, das zeigt irgendwie, ja, dass ihr wirklich da seid. Als Community. Dass ihr auch dazu steht. Und ich finde das irgendwie cool. Das freut mich mega gerade. Ich habe so gerade so ein paar PNs durchgelesen und also nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter und so. Und dann haben das da wirklich so ein, zwei Leute gefragt und mich hat das wirklich mega, mega, mega mäßig gefreut. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde es irgendwie total cool, dass ich mittlerweile, ja, wirklich so als YouTuber, sag ich mal, angesehen werde. Das ist schon irgendwie geil. Und mir macht das so auch mega viel Spaß, für euch Videos zu produzieren. Ich werde es auch weiterhin machen. Viele haben gesagt, ja, oder gefragt, ja, wirst du irgendwie in nächster Zeit damit aufhören oder so? Weil ich manchmal vielleicht nicht gerade so motiviert klinge. Meistens liegt es aber auch einfach daran, dass ich gerade irgendwie einen Fanzie oder sowas hinter mir habe, der es vielleicht nicht so geil war. Oder andere Sachen. Ich meine, jetzt bin ich gerade irgendwie mega gut gelaunt vor Produktion. Klappt richtig gut. Durch das Sneak-Plugin wird es mir natürlich auch um einiges vereinfachtes aufnehmen. Muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen. Auch nochmal danke wirklich an das Comedy-Team, dass ihr mir das jetzt schon so früh geben konntet. Das hat mich wirklich erleichtert, sage ich mal. Ja, ansonsten habe ich gerade echt wenig zu beklagen. Mir geht's super. Urlaub ist, glaube ich, schön, hoffe ich. Ich bin ja gerade im Urlaub, kann ich ja nicht wissen. Ich bin ja gerade noch zu Hause und produziere vor, aber ich war da ja schon jedes Jahr. Ich bin ja jetzt seit 4-5 Jahren immer wieder und ich fand es eigentlich immer geil. Von daher glaube ich schon, dass es da ganz schön wird. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie im Urlaub seid oder so und wo ihr seid vielleicht. Und ja, viele haben auch nach Fantreffen gefragt, ob ich irgendwie mal so privat Fantreffen machen werde, also so in meiner Umgebung oder so. Und dazu habe ich noch nichts geantwortet, per PNs oder so, aber das werde ich jetzt in diesem Video tun. Und zwar, ich wohne ja in NRW, ne, habt ihr vielleicht bei den Ferien gemerkt. Und ja, da gibt es ja jetzt keine so großen, sag ich mal, Sehenswürdigkeiten oder so, wo ich sagen könnte, ja, das wäre sogar eine geile Kulisse.
also zumindest nicht hier so in näherer Umgebung bei mir. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass so schon viele auch aus NRW und näherer Umgebung kommen. Und deswegen habe ich mir mal so gedacht, vielleicht wirklich mache ich irgendwann mal ein Fan-Treffen. Das würde ich dann so eine Woche oder so eher ankündigen. Würde den Ort wirklich nennen. Und dann, ja, würde es rund gehen. Der denkt echt, ich kann dadurch nicht das Bett abbauen. Oh mein Gott. Und das Video ist fertig gerendert. Danke für dein Bescheid sagen, Windows. So. Der Gelbe kämpft jetzt so ein bisschen in der Mitte, denkt sich so, ich bin unbesiegbar. Okay, krieg halt gar keinen Knockback, Bro. Ach, war ein Gleichmittelskin, ne? Nichts gegen Gleichmittelskins, aber pff, ja gut. Gesagt, ich hätte jetzt schon eigentlich ganz gern so eine EP, dass ich mich da nicht rüberbauen muss. Ich warte jetzt noch 30 Sekunden ab. Wo ist denn Türkis? Türkis. Bra? Ach, ich bin Türkis. Grün. Der chillt da drüben irgendwo. Ja, der chillt beim Bett seiner Eier. Ja, da kann ich nur 30 Sekunden warten. 30 Sekunden, 30 lange Sekunden. Aber ansonsten habe ich wirklich nichts mehr, so was ich ansprechen könnte. Und dann wäre diese Runde eigentlich auch schon ganz fresh über die Bühne gegangen. Hatte keine Schwierigkeiten oder so. Ging wirklich schön locker, fluffig, leicht über die Bühne. So. Da noch. Ich glaube, viel mehr werde ich für den nicht brauchen. Der schaut jetzt nicht so ganz kompetent aus. Oh! Er kommt! Er kann wiegeln. What the fuck? Und dann verkämpft er sich die ganze Zeit. Oh mein Gott. Armes, armes. Armes, armes etwas. Kann ich mir ja auch so zu dem bauen. Dann brauche ich vielleicht gar nicht die EP. Kolumbie. So. Ach, vorbei. Wieso die EP sparen, Alter? Osore mio. Hi, Bro. Ey, Junge, der hat die ganze Zeit in der Base gekämpft. Was hat der gemacht? Oh mein Gott. GG. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht teilweise bei der Gamescom wieder. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschö. Mädel.